Ich bin gefragt worden, wie man die Grammatik einer formalen Sprache entwickeln kann und möchte das jetzt hier an einem kleinen Beispiel zeigen. Dazu habe ich mir einen Akzeptor für Viervierteltaktnoten ausgedacht, angelehnt an eine alte Abituraufgabe. Und zwar kennzeichne ich, ob die Note eine Viertel, halbe oder ganze Note ist, durch ein V, ein H oder ein G. Dann gebe ich noch an, dass es eine Note ist. Die Tonhöhe ist mir jetzt hier aber erstmal egal. Ich gebe einfach nur ein N an. Das könnte man noch erweitern, würde das Ganze aber jetzt kompliziert machen. Da ich im Viervierteltakt bin, mache ich nach jedem vier Vierteln oder zwei Halben oder jedem Ganzen einen Taktstrich und dafür gebe ich ein S an. Wenn ich mir jetzt hier den Anfang des Liedes Morgen kommt der Weihnachtsmann anschaue, wäre das in dieser Notation folgendes. Ich habe also eine Viertelnote, noch eine Viertelnote, noch eine Viertelnote, noch eine Viertelnote, dann kommt der Taktstrich, dann habe ich eine Viertelnote und eine halbe Note und einen Taktstrich. So, das würde in diesem Akzeptor zum E führen. Wenn ich das anschaue, wandere ich also mit dem vom E mit einem V zum Zustand A, mit dem N nach AN, mit dem nächsten V zum B, dann nach BN, dann nach C, CN, D, DN. Der Taktstrich führt mich zurück zum E. Und dann beim Weihnachtsmann geht es A, AN, B, BN. Dann kommt die halbe Note, ich komme zu D, DN und mit dem Taktstrich zurück zu in den akzeptierten Zustand E. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Wie entwickle ich nun daraus die Grammatik einer formalen Sprache? Gut, für die Grammatik brauche ich Terminalsymbole, Nicht-Terminalsymbole, die Produktionsregeln und das Startsymbol. Ich starte hier mit dem E. Meine Nicht-Terminalsymbole entsprechen den Zuständen. Das heißt, ich könnte die Nicht-Terminalsymbole aufschreiben. Die wären in dem Falle hier E, A, B, C, D sowie AN, BN, CN und DN. Meine Terminalsymbole entsprechen dem Alphabet des Automaten. Das heißt, ich habe hier zum einen Viertel, halbe, ganze Noten, das N, welches für der Platzhalter für die Tonhöhe ist, und den Taktstrich. Ja, mehr habe ich nicht. Ich brauche mein Startsymbol. Startsymbol ist E und dann brauche ich noch die Produktionsregeln. So, wie sehen die Produktionsregeln hierfür aus? Dafür gucke ich mir an, was der Automat macht. Ich fange mit meinem Startsymbol, dem E, an. Und E, wenn ich das in der einfachen Backus-Naur-Form schreibe, wird entweder ersetzt durch eine Viertelnote, also ich kann ein V haben und dann kommt das Nicht-Terminalsymbol A. Oder ich könnte ein H angeben, dann kommt das Nicht-Terminalsymbol B. Oder ich könnte mit einer ganzen Note, einem G, loslegen, dann kommt, Entschuldigung, das Nicht-Terminalsymbol D. So. Das sind alle Möglichkeiten, die ich für das E habe. Dann gucke ich mir an, wie ist das mit dem Zustand A. Mein Nicht-Terminalsymbol A wird ersetzt durch N, A, N. Mehr Möglichkeiten habe ich in dem Fall nicht. Ich sollte vielleicht noch ansagen oder dazu sagen, dass alle Zustände, die ich nicht eingezeichnet habe, in dem Automaten in einen Fehlerzustand führen. Den habe ich jetzt aber der Übersicht halber oder der Übersicht geschuldet einfach mal weggelassen. So, nach A gucke ich mir B an. Bei B habe ich auch nur die Möglichkeit, das mit einem N in den und BN zu ersetzen. C wird mit einem N und CN ersetzt und genauso D wird ersetzt in N und DN. Jetzt wird es langsam knapp hier. Ich gucke mir den Zustand AN an.
Da habe ich die Möglichkeit, dass ich entweder eine Viertelnote, das ist ein V, dazu füge, dann kommt das B, oder ich habe eine halbe Note und dann kommt das C. Beim Zustand Bn oder Nicht-Terminalsymbol Bn habe ich die Möglichkeit, dass V und C ersetzt wird, oder ich kann H und dann komme ich zum D ersetzen. Dann gucken wir uns den Zustand Cn an. Cn, Nicht-Terminalsymbol, wird ersetzt durch eine Viertelnote, ein V, und dann komme ich in den Zustand D, also Nicht-Terminalsymbol D. Dn, da habe ich die Möglichkeit, dass ein Strich kommt. Und dann könnte ich am Ende sein. Das heißt, oder ich könnte sagen Strich und E. So, das heißt, es könnte auch an der Stelle wieder weitergehen. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Dann sollte das die Grammatik dieses Automaten dort oben sein, um das Ganze noch mal ein wenig übersichtlicher hinzukriegen. Verkleinere ich das Ganze jetzt noch einmal so und hoffe, dass das jetzt alles auf eine Seite passt. Ja, fast. Überschrift lasse ich mal weg. Gut, ich hoffe, das hilft, und ja. Dann wünsche ich viel Glück beim Abitur.